Über Garmatingen nach Sigmaringen. Nächste Station. Hallo. Stadt. Bitte darf ich denn wieder eine aussprechen. Wenn der Zug näher wäre, kann ich sagen, dass er dann gammeligen Talent sein mit dem 612er. Das ist noch Glück. Mit dem wie Blind. Lange haben wir da? 26. Habe ich das gerade eingegeben? Ja. Umsteigenzeit und 23 Minuten in Memmingen. Es lohnt sich aber nicht mehr, weil da sind wir genau kurz unterwegs. Memmingen. Ja. Ich sag meine Mutter, hol uns um. Genug ist, kann ich ja noch, also ich jetzt nicht glaube, aber ja, ich höre, wir sind eine Stunde. Wunschtaste. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Was?
Ja. Du willst, dass irgendwelche Leute so Adelholzen anschauen oder so. Ja. Trinkst du sowas wie Cola oder sowas? Was? Trinkst du sowas wie Cola oder spielst du oder sowas? Selten. Ich trinke es nie eigentlich. Ich trinke Fanta manchmal. Was? Aber ich trinke eigentlich nur Saft oder? Ja, Saft ist auch. Jetzt, wenn es das nicht gibt, dann einfach Fanta oder so. Ja. Richtung links. Thank you.
halb neun kann ja auch mal haben, 40 nach Minuten in Ulm rumzustehen. Sieg-Marien. 40 Minuten in Ulm, weil nicht aufstehen. Kieler. Den vollen Zug dann nach Augsburg, wie 40. Der Bock über Linz. Nächste Station. Hausen, Staatshelm. Ja, bei denen. Wir können sie in Ulm auch länger Zeit nehmen. Was? Wir fahren nach den Kaiser Link. Nach München, nach München. Wir müssen halt 13 Minuten in den Norden. Halt. Hausen, Staatshelm. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Geiler Sonnenuntergang. Was ist das für ein Typ? Das ist du. Hä? Zeig mir. Das ist Ansage. Hä? Das war ich nicht. Ja, ich. Hä? Das war zu dem Eier, der sitzt da gerade hinter.
Ich muss dich fahren. Wirklicher Scheiß. Bei diesem Pizza-Service hättest du auch. Und rufen können wir an, unter anonym. Nach Sigmaringen. Nächste Station. Burladingen West. Best, wer hat nicht Beste am Best gesagt? Diese Städtenamen, wieder Inge. Grauselfingen, oder Ingen, Sigmaringen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Bahnhof, an dem wir durchfahren. München Hauptbahnhof. Ach du Scheiße, das ist Hauptbahnhof. Oh nein. Ich muss aber mal verabschieden von dir. Dann drücke ich auch schon. Die sind 1943 Jahre und 20.17 Uhr wieder weg, sind 35 Minuten Zeit. Der Peter Link geht dann nach Kuchlohe. Ja, nach Memmingen. Und dann halt noch 13 Minuten in Memmingen. Aber ist eigentlich der Lieblingszug. Auch die Ausstieg in Fahrtrichtung links. Sehr so hinten.
Aber das bleibt mit Transport, wenn man da immer so nicht am Fenster sitzt, sondern an diesem Platz. Ja, ich verstehe es. Das ist so dumm gemacht. Das ist schon cool, irgendwie in Baden-Württemberg zu fahren. Ja. Ich fasse dein Akku auch noch raus, solange es noch hin ist. Diesen Talent. Wie lange brauchen wir noch? 55 Minuten. Wie sind denn das? 20 Minuten habe ich noch übrig schon Akku. Na, hau ich den noch beim Talent oder beim 612 raus und dann. Ja. Findest du den Lind 54 und Lind 81? Die hier. Besser. Die neue, viel schöner als die alte. Ich finde besser. Aber schon sehr schade, dass der Island nicht gefahren ist. Ich google mal, wo der noch fährt. Der ist schon ausgemustert. Von 2021 im Dezember. Der fährt nicht mehr. Junge, das ist der eigene. Wenn wir aufsteigen nach Dings fahren, dann halt. Der ist ja nicht mehr hier. Über Alstom anrufen, ob die wissen, wo der aktuell fährt. Ich jetzt. Aber trotzdem gut, oder? Nach Sigmaringen. Nächste Station. Tour. Auselfingen. Ja, ich habe mich mal wieder gefreut zu fahren. Auf jeden Fall außerhalb von Bayern, mal ganz Neues hier. Ja. Neue Strecke und dann wieder neue so Talente, die noch nie vereint waren. Die Sitze vom Talent sind so unbequem. Was? Die Talent. Ja. Das hat total im Arsch wehgetan. Obwohl der hier genauso lang gefahren. Meine Mutter holt uns um 10:30 in Pasing. Pasing? Ja. So lange nicht vorbei ist. Die Tour. Es geht noch. 5 Stunden. Ja, genau 5 Stunden. 31. Und ich fahre noch so viele Züge.
Haben wir erst die Hälfte. In Sigmaringen und dann haben wir erst die Hälfte. Krass, gell? Wo das war, Hechingen oder wo das war. Ist das ein bisschen abgebürstet, also wenn wir Küsslet weglassen, hätten wir bis dahin erst die Hälfte gefahren. Das sieht man nicht, das geht. Die Station ist da, wo wir vorher losgefahren sind, ist ein paar Hechingen da. Aber jetzt ist die ganze Sache nochmal zurückgefahren. Ich will es ehrlich mal versuchen, mit dem gelernten Flachtig von München nach Hamburg zu kommen. Ja, da sitzt du aber dann fest, da musst du dann. Wie bitte? Musst du, das kannst du nur einmal hin, weil dann. Aber du kannst um 0 Uhr. Was? Wenn du dann 12 Stunden hinkommst, kannst du um 0 Uhr losfahren oder so. Es geht ja erst um 9 Uhr. Nein, am Wochenende um 0 Uhr schon. Du bist 3 Uhr das Folgetag. Das heißt, du kannst theoretisch hin und zurückfahren. Um 0 Uhr los, dann bist du so um 15 Uhr da oder so. Und fährst du nochmal zurück, dann bist du wieder um 3 Uhr. In München. Ja, das ist aber schon anstrengend. 24 Stunden ist schon krass, ja? Wenn, dann würde ich einmal hinfahren und dann da bleiben und mit dem ICE wieder zurückfahren. Ja. Oder hin mit dem ICE, so um 7 Uhr früh, das ist immer so. Ja, das ist schon dummes Geld, das Landticket lohnt sich gar nicht für Hamburg. Jetzt auch in Geltendorf hält aber nicht in diesem Hofplatz, sondern nur in Geltendorf. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So schnell weiter nach Kempten. Das ist mir schon sehr gut so. Dass er nicht irgendwie dafür in jeden Fuzzi-Bahnhof hält, sondern nur in Geltendorf zusätzlich. Wie lange das dauert. Dreimal so lang, das ist schon krass, oder? Ja. Das ist gerade der gleiche Zug in der DRB. Gleich bestuhlt, gleiche Sitzposition, gleiche Sitze. Nur halt andere Lackierung. Ja, ein anderes Polster hier. Nicht in Blau, sondern so in diesem württembergischen Löwen. Das ist jetzt zum Glück egal. Angenehm. Ja. Das wird
dann merkt man irgendwie, dass man kommt voran. Ja, dann weiß man, dass man vorankommt, das ist ein richtig angenehmes Gefühl. Genau, im Auto, wenn auf der Autobahn schon 140 oder so fährt, dann ist dann auch so befriedigt, dass man kommt auch voran. Also. Nein, ich wünschte, es gibt so ein Kilometermesser. Also. Käser Link geht es nicht, weil das einfach abgeht. Käser Link ist ja abgeschottet und im Go-Ahead ging das einfach nicht, weil kein Netz war. Wieso sind die eigentlich abgeschottet? München über geschlossen, ICE macht irgendwie Sinn, weil das ja sonst zu laut wäre. Ja, weil hier aber im Käser Link, warum ist das dann so laut? Warum ist das abgeschottet? Der kann auch 140 fahren. Verstehe ich auch nicht. Das ist jetzt ein Bahnhof, Neufrau-Hilz. Ist hier, irgendein Spinner unterwegs oder was, der auf den Gleisen rollt. Ja, eigentlich ist der Bahnhof da schon. Vielleicht wieder, weil der so langsam am Bahnhof vorbeifahren muss, nicht, dass er nicht aussteigen wird. Das ist eine Pflanze mit diesem Neufrau-Holz, wie das heißt. Halt. Neufahrt. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Hinten, ja. Oh, ja. Da will doch keiner aufsteigen. Gleich Signal halt. Wenn er bremst, dann haben wir Boost gehabt. Wenn er gebremst hat. Straße. Also hier zu. Halt. Ach so, fliegt. Und der fährt los. Nee, ich glaube nicht, nee. Dann fährt er auch nicht los. Ja, das ist irre. Wenn ich jetzt hier hochspringe, ist sie doch hin. Ja. Oh Gott. Nicht gewesen. Ich könnte es sein, dass ich nach hinten fliege. Wahrscheinlich hat keine Luft von vorne kommt. Wenn der Zug hinten vorne offen wäre, dann die Tür zu laufen, dann würde die Glasscheibe nicht existieren, dann würde ich so durch hinterfliegen. Ja, oder weil du ja die Geschwindigkeit vom Zug auch brauchst. Ja. Deswegen ist es wahrscheinlich, da muss man hochspringen, wenn er beschleunigt. Also von links. Ja. Und sagen, beschissen aus. Hört sich vorkommen. Kann mal gucken. Ja. In ganz Europastraße. Was ist die Europastraße? Wir sind schon 35 Minuten unterwegs. Europa-Wanderweg, vielleicht.
Helsinki nach Helsinki nach Süd, nach Gibraltar in Spanien. Oder so Nordkap. So 4000 Kilometer. Logisch, dass ich nicht Nächster Halt. Kamertingen, Europastraße. Bedarfshalt. Zum Aussteigen betätigen Sie die Halte Wunschtaste. Das ist sehr logisch, dass Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und hier ist der Wenn es da vorne hingeht, wenn das Fenster da vorne, wenn das die Tür jetzt schon ausfällt, die Luft durchströmen würde, würde man halt, würde ich wahrscheinlich wieder durchströmen. Dämmerungsmodus, das ist nicht Dämmerungsmodus, wirklich ein Dämmerungsmodus. Wenn es richtig dunkel ist, ist es erst um 18 Uhr, wo dann Siebenringe sind. Obwohl jetzt ist ja schon 17 Uhr, wir haben noch 40 Minuten. Krass, 17 Uhr noch. Das geht echt schnell jetzt. Bin ich schon, ja. 1 Stunde 20 muss ich brauchen, schon 15. Das ist richtig schön, diese Strecke mit Sonnenuntergang. Richtig warm heute, gell? Es hat schon so 4 Grad oder so gegeben. Es waren durchschnittlich 6 Grad. Jetzt haben wir... Also ob es so 4 Grad sind. Es kam schon irgendwie wärmer vor, gell? Ja. Und es ist 12 oder 14 Grad so. Also 10 Grad, nicht 12, 14, das ist ein bisschen übertrieben, aber so. Und sowas. Nach Sigmaringen. Nächste Station. Garmatingen. Ja, doch, es steigen schon Leute ein, glaube ich. Da hinten. Klimaanlage kann ich auch mal aufpassen.
Nächste Station. Bitte Tini. Thank you.
Nächster Halt. Hechtingen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Fähringen. Nächste Station. Fähringenstadt. Nächste Station. Fähringendorf.
Nächster Halt. Fähringendorf. Bedarfshalt. Zum Aussteigen betätigen Sie die Haltewunschtaste. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt. Junau. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Letzte Station. Handfatal. Thank you.
Nächster Halt. Sigmaringen. Dieser Zug endet dort. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Reise und würden uns freuen, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Rotes Signal.
Nee, Zug endet hier. Zug endet hier. Nee, was soll ich denn da jetzt dran? Ja, aber der muss dann 40 Minuten in Ulm warten, der dauert länger wie der. Ja.
der ist voll wahrscheinlich.